Wie geil ist das denn im Februar? Heute Saisonstart. 3 Tage zuvor. So, dann schauen wir doch mal. Ja, Leute, jetzt wollte ich hier gerade die Batterie ausbauen, weil die definitiv kaputt ist. Und ja, entdecke dann sowas hier, ne? Meine Frau war gerade einkaufen. Ja, was soll ich dazu sagen? Muss ich mir wohl eine neue Harley kaufen wahrscheinlich. Naja, gucken wir mal. Fahre ich die Karre jetzt mal jetzt ein Stück raus. Da wird wohl nicht viel passiert sein. Mal sehen. Scheint wohl nichts passiert zu sein. Ja, wie ihr gerade sehen konntet, heute ist nicht viel drin mit Fahren. Klar, wir haben es einmal getestet, aber wir werden jetzt mal eine Runde mit den Kids rausgehen. Wir werden ein bisschen ein kleines Iglu bauen bei uns im Garten. Was soll man sonst machen? Ich produziere halt keine Videos vor. Das ist immer just in time, eigentlich mehr oder weniger. Und aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Bock darauf. Mal ein bisschen was Privateres. Warum auch nicht? Mann, bei dem ganzen Eifer hier beim Iglo-Bau habe ich den Hund vergessen. Den holen wir kurz auch nochmal schnell ab. Mal einen kleinen Zwischenstand hier. Mittlerweile haben wir mal angefangen hier schon mal ein wenig das Ganze vorzubereiten. Ich versuche mal schon mal hier ein bisschen reinzugehen. Ja gut, sieht man jetzt nicht viel, aber wir sind dran. Für die Kinder wird es, denke ich, irgendwann reichen. Oh oh, ich komme sofort. Ja moin. So, es ist jetzt ja, knapp 7 Uhr, minus 13 Grad, Wahnsinn. Ich muss jetzt ein bisschen arbeiten, dann habe ich noch eine Vorlesung leider. Bis 18 Uhr, aber wir werden dazwischen mal irgendwie noch das Iglu weiterbauen und ja, seid mal gespannt. So, jetzt aber Schluss mit Lucy hier. Das soll ja hier ein Moped-Kanal sein. Also, Schnee ist fast weg. Wir werden heute fahren. Heute ja, werden es ungefähr 16, 17 Grad. Das heißt, auf jeden Fall ab auf die Piste. So, dann wollen wir mal los. Hier, ne? Stellenweise liegt halt noch Schnee, oh mein Gott. Aber ey, das geht auf jeden Fall klar. Da bin ich schon mal ganz anderen Temperaturen und ganz anderen Wetterverhältnissen gefahren. Also von daher alles easy. Schön warm. Wie gesagt, jetzt sind es gerade, glaube ich, so um die 10, 11 Grad. Total entspannt. Also ich hatte meine Karre jetzt, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie 2, 3 Wochen nicht gefahren. Wir hatten jetzt 2 Wochen wirklich schon ordentlich Schnee, da hatte man keine Chance. Der Typ ist richtig geil, oder die beiden beziehungsweise. Da gibt es ein ganz lustiges Video, wo er durch den Schnee da ballert. Hier, ey, die haben alle Bock, geil. Naja, wo er durch den Schnee da ballert und ja, checkt auf jeden Fall mal das Profil ab. Unglaublich sympathisch, also beide und ja, wir waren jetzt ein paar Mal im Austausch. Total geil. Also der Typ, das gefällt mir richtig gut, was er da macht. Der baut auch selber Bikes und so, also komplett krank. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen.
Aber jetzt geht's hier mal so ein bisschen durch den Wald Richtung alten Wegen. Sowas liebe ich ja, ne? Ja, ich hoffe, das kommt auch richtig geil rüber, weil jetzt hier so seitlich der Schnee liegt und aber eigentlich ist es warm, ne? Ey, man kann so froh sein. Ich bin echt so dankbar für diesen ganzen Scheiß. Wahnsinn. Man weiß ja auch nie mal ganz genau, wie viel Salz wurde jetzt noch zum Ende gestreut, ne? Und ist das dann weggespült. Und jetzt hier quasi bei der ersten offiziellen Ausfahrt in diesem Jahr, obwohl ich hatte schon ein paar, aber zumindest bei dem Wetter, wenn es jetzt wärmer wird, willst du ja nicht sofort dich einmal hinlegen, ne? Guckt euch das an hier, ey, ist das geil. Man ist ja eh schon so ein bisschen, ne? Klar, diese ganze Lockdown-Geschichte und so weiter, ist egal, was man davon halten mag, aber umso schlimmer finde ich es, wenn es dann auch echt bescheidenes Wetter ist und du halt gar nicht rauskommst. Und dann noch, wenn du halt keine Sonne hast, da wäre ich persönlich auf jeden Fall definitiv ein wenig depressiv. So, ich bin jetzt am Treffpunkt. Die anderen müssen auf jeden Fall gleich kommen. Na, ist klar? Hi. Ein bisschen Moped fahren, was kann es denn Schöneres geben? Und das im Februar. Oh, ich hoffe, diese Soundkulisse kommt einigermaßen rüber. Ich hoffe es. Aber gut, ihr kennt das ja selber. Das ist schon eine Macht. Jetzt mal ein bisschen durch Paderboring gepäst und dann versuchen wir gleich mal wieder hier aus der Stadt raus, weil das macht ja schon ein bisschen mehr Spaß, hier Landstraßen zu fahren, ne? Bitte.
Scheiße, das macht so viel Bock.